Ich weiß, warum ihr gekommen seid. Ihr wurdet beobachtet, seitdem ihr die Insel betreten habt. Zweifellos seid ihr voller Sorge um Imoen. Sie erfreut sich bester Gesundheit. Und wenn ihr mir erlaubt, will ich euch zu ihr bringen. Dies ist kein Gefängnis, sondern eine Einrichtung zum Heilen und Lernen. Mhm. Und warum dann diese übereifrigen Vorsichtsmaßnahmen? Wir befassen uns hier mit gefährlichen Dingen. Imoen wurde zu ihrer eigenen Sicherheit hierher gebracht. Und es wäre sicher nicht gut, für sie gewesen, sich während ihres Aufenthalts hier in Gefahr zu befinden, nicht wahr? So einfach ist das nicht. Aber so einfach ist das ja nie, stimmt's? Schweigt, ihr werdet es besser verstehen, wenn ich es erst erklärt habe. Ich verstehe bereits mehr als genug. Dieser Ort stinkt nach Verderbnis und Verrat. Bitte, ihr habt euch so bemüht, hierher zu kommen. Erlaubt mir, euch zu zeigen, was ich meine. Ich werde euch selbst die hiesigen Örtlichkeiten erforschen lassen und euch zu Imoen führen. Dann geht voraus. Ich bin auf jeden Verrat gefasst. Ihr entlang, Talisa. Ich werde es euch erklären, während wir gehen. Keine große Herausforderung. Ja, folgen wir ihm einfach mal. Das Heim für magisch Verwirrte beherbergt Leute, die alle von einer geregelten Umgebung profitieren können. Mhm. Man kann sie auch studieren, um zum Beispiel besser zu verstehen, wozu sie in der Lage sind. Nehmt die junge Dili. Sie wurde wegen ihrer Talente von ihrer Familie verstoßen. In bemerkenswert jungen Jahren lernte sie, sich die magische Energie zunutze zu machen, sodass sie, wann immer sie es wollte, ihre Gestalt verändern konnte. Habt ihr heute ein neues Gesicht? Ich glaube ja. Ich kann das echte Gesicht sehen. Morgen bin ich ihr, okay? Hier ist sie in Sicherheit. Und andere haben von ihr gelernt. Das sind unschätzbare Informationen. Ja. Ich habe übrigens hier neuer Tagebucheintrag. Ich habe den Leiter des Heims getroffen. Er scheint recht nett zu sein und hat zugestimmt, mich nicht nur herumzuführen, sondern auch zu Imoen zu bringen, die seiner Meinung nach noch nicht so weit ist, diesen Ort der Heilung verlassen zu können. Ich beabsichtige, mir selbst eine Meinung zu bilden. Was haben wir hier? Nichts Neues. Okay. Das ist Warnef. Er war der Koordinator des Heimes, bevor ich seinen Posten übernommen habe. Er war den magischen Kräften zu lange ausgesetzt, fürchte ich. Mhm. Was? Was wollt ihr? Reicht es noch nicht? Ich will, dass dieser Flur geputzt wird! Und starrt mich gefälligst nicht an! Ja. Sein Verstand wusste nicht, mit den Energien, die diesen Platz erfüllen, umzugehen. Eine unerwartet heftige Reaktion auf einen Zauber hat ihn so dramatisch aus der Bahn geworfen. Er hätte vorsichtiger sein sollen. Ich bin mir sicher, dass sein Zustand vermeidbar gewesen wäre, hätte er mit dem neuen Personal des Heims zusammengearbeitet. Niemand konnte das vorhersehen. Doch durch unsere Studien können wir verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Aber seine berufliche Laufbahn ist zu Ende. Ah, das ist schade für ihn. Ach ja, sie hat... Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ruhe, Erwi. Sie hat sich übrigens gerade in einen Doppelgänger verwandelt. Das ist ja eigentlich nur ein Doppelgänger. Das ist Nalgias Kal. Einst ein großer Barde von einiger Bedeutung, ist er heute doch nicht viel mehr als ein Kind. Mhm. Sein letztes Forschungsprojekt beschäftigte sich mit der Natur des Universums und der Frage, was zwischen den Göttern liegt. Irgendjemandem missfiel sein forschender Blick ganz offensichtlich. Mhm. Ich hatte meine Hübschen. Sie türmten sich bis in den Himmel. Ich erinnere mich allerdings nicht daran, wo sie jetzt sind. Meine Hübschen. Wahrscheinlich alle weg. Irgendwie bekommt er Zauberfähigkeiten. Ist unglaublich gefährlich, wenn man ihn unbeaufsichtigt lässt. Da wundert es mich, dass hier keine Wachen oder so rumstehen, die auf die Gefangenen aufpassen. Hier sind übrigens unsere Zellen, wo wir vorhin drin waren, als wir uns für verrückt erklärt haben. Und auch sie sieht ein bisschen zu viel. Experimente mit planaren Reisen haben ihr einen Einblick verschafft, der weit über die Welt hinausgeht, die wir kennen. Mhm. Unglücklicherweise kann sie auch die Bewohner dieser anderen Ebenen sehen. Offensichtlich sind sie recht zahlreich. So ist sie nie wirklich allein. Überall! Überall! Hinten, oben, überall! Sie schläft nicht viel.
Welchen Nutzen haben Augenlider, wenn man durch alles hindurchsehen kann? Man wird sie nur studieren, sodass ihr Zustand vielleicht doch noch für etwas gut ist. Ja, anstatt den Leuten zu helfen, werden sie hier wie Hamster gehalten. Oder wie Labormäuse. Das ist Tiax. Über ihn ist nicht viel bekannt. Man fand ihn tobend am Straßenrand. Mhm. Tiax regiert sie alle. Ihr seid nur Schmiere auf den Zahnrädern seiner Herrschaft. Bringt das Quietschen derer, die protestieren, zur Ruhe. Er regiert alle. Tiax sind wir, glaube ich, in Baldur's Gate mal begegnet. Naja, ich mache mir nicht so viel Sorgen um diesen kleinen Freak. Herrscht doch, wie ihr wollt, kleiner Tyrann, solange ihr es in einer Zelle tut. Ja, ich glaube... Ganz offensichtlich stellt er, wie ihr sehen könnt, eine Gefahr. Ja, ich glaube, wir haben ihn mal getötet. Ja. Der Bewohner dieser Zelle ist ein gealterter Elfenmagier. Sehr mächtig, jedoch nicht in der Lage, irgendeiner Seele Vertrauen zu schenken. Er heißt Dradil. Böser Hund! Böser Hund! Überall Werwölfe! Zurück! Zurück mit euch! Mhm. Offensichtlich hat er irgendeine Art traumatischer Experimente hinter sich. Mit der Macht, über die er verfügt, kann man ihn nicht frei herumlaufen lassen. Ja, Dradil. Und zum Schluss die, die ihr sucht. Es geht ihr angesichts der Umstände recht gut. Ja, hier wären wir auch hingekommen. Zu Lea. Lea. Imoen, ich bin's Talisa, ich bin euretwegen hier. Was habt ihr ihr angekannt? Sie sieht aus, als wäre sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Zurzeit scheint sie nicht willens zu sein, zu antworten. Ihr Bewusstsein kommt und geht. Es ist ein Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Ja, ist es. Ich werde zusammen mit ihr gehen, gleich jetzt. Ihr Monster, ich werde euch nicht... Ich werde nicht gehen, bis ihr mir gesagt habt, was ihr ihr angetan habt. Ich werde euch dafür töten, was ihr ihr angetan habt. Wir gehen einfach. Oh, das habt ihr falsch verstanden. Für mich ist es ein Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Mit ihr bin ich fast fertig. Jetzt bin ich hinter euch her. Ja. Ich wusste, dass ihr nach ihr suchen würdet. Und so war der Weg schwer, doch nicht unmöglich. Es war alles so arrangiert, um eure Fähigkeiten zu testen. Wovon redet ihr? Ist das ein weiterer Trick der verhüllten Magier? Ein idiotischer Plan. Ich bin leicht in der Lage, jeden Hinterhalt der verhüllten Magier zurückzuschlagen. Die verhüllten Magier halten das Heim nicht mehr. Mit Bodys Hilfe war es mir ein leichtes, die Kontrolle hier zu übernehmen. Sie ist eine nette Schwester, wenn auch ein wenig raubtierhaft. Das tue ich. Ihr seid Irenikus. Und ich schulde euch ein großes Maß an Schmerz. Das Monster Irenikus, das ich zu töten geschworen habe. Ein niederer Kriecher, der nur den Tod verdient. Das erste. Ihr versucht wohl Gerechtigkeit zu üben oder Rache zu nehmen. Das ist mir egal. Ihr werdet nichts ausrichten können, das ich nicht gestatte. Yoshimo, ich vertraue darauf, dass alles so ist, wie ich es befahl, nicht wahr? Lügen. Ihr werdet euch mit euren kleinen Verwirrungsspielchen nicht schaffen, uns gegeneinander aufzuhetzen. Wovon redet ihr? Ihr Irenikus, ihr habt keine Verbündeten in meiner Gruppe. Wovon redet der Yoshimo? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Talisa, und dafür entschuldige ich mich. Ich kann euch keine Erklärung anbieten, die euch zufriedenstellen würde. Ihr habt getan, was ihr musstet, Yoshimo. Ich habe darauf geachtet. Und ist alles, wie ich es wünsche. Ja, Meister Irenikus, genau wie ihr es gewünscht habt. Yoshimo, wovon redet ihr? Verräter, ihr kennt diese verdorbene Kreatur. So verratet ihr mich also an das Monster. Ich dachte, ich hätte euer Vertrauen verdient. Yoshimo, wovon redet ihr? Er spricht von Loyalität, Talisa. Loyalität mir gegenüber während der ganzen Zeit. Ich entschuldige mich, Talisa. Es gibt Umstände, die euch nicht bekannt sind. Yoshimo, wie konntet ihr nur? Ein Verrat aus den eigenen Reihen. Kein Verbrechen wird im Orden so sehr verflucht. Gleichgesinnt im Stich zu lassen. Ein Schlag in unsere treuen Gesichter, ein Schwert ins Herz unseres Vertrauens, ein Tritt in die Magengrube unserer Freundschaft. Vielleicht gehe ich zu weit, aber Bo ist total erbost. Ich kann keinen befriedigenden Grund nennen, ihr werdet trotzdem zornig werden. Damit habt ihr verdammt recht, es gibt nichts Abscheuliches als einen Verräter. Wir werden das später diskutieren, Yoshimo, dessen könnt ihr euch sicher sein. Ich werde das hier überleben, egal was ihr glaubtet tun zu müssen. Nehmen wir das Mittlere.
Ihr mögt getäuscht sein, aber ich selbst bin sehr zufrieden. Meine Diener haben sich als Künstler sowohl in Sachen Kräuter als auch in Sachen Hinterlist erwiesen. Eure Mahlzeiten auf dem Schiff wurden exakt nach meinen Eingaben manipuliert. Wovon redet ihr? Was ist hier los? Ich werde euch vernichten, dafür müsst ihr bezahlen. Ich bin auf einen Hinterhalt bestens vorbereitet, euer Geschwätz kümmert mich nicht. Wovon redet ihr? Ihr werdet feststellen, dass ihr machtlos seid. Ich habe Vorkehrungen getroffen, dass ihr nicht zu Schaden kommt. Zorn wäre vergeblich. Es wird keinen Kampf geben, kein Heldentum, nur Schlaf. Jo. Alle vernebelt. Nun, es scheint, dass mein Besucher erwacht ist. Es ist so, wie ich es vorhergesagt habe. Alles ist so eingetroffen. Ich fürchte, ich war euch gegenüber im Vorteil. Ich habe euer Kommen von Anbeginn geplant. Es konnte nicht anders laufen. Hättet ihr Yoshino gekannt, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Doch eine Zauberzutat in einer Suppe hat bisher noch jeden erwischt. Nicht einmal ein mannhafter Kampf, nur Verrat und Feigheit. Ich bin sicher, ihr habt ihn gezwungen, was für ein Abkommen ihr auch immer mit ihm haben mögt. Darüber muss ich mir noch ein Urteil bilden, aber ich bin sicher, dass alle eure Worte Lügen sind. Es war sein Vorschlag, wirklich. Eine nette Art, euch unverletzt zurückzuholen. Aber natürlich braucht man sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr um eure Sicherheit zu sorgen. Ich habe nicht so viel Zeit mit Talisa verbracht, nur um ihr den Tod zu bringen. Das hätte ich schon ein Dutzend Mal tun können. Und warum habt ihr es nicht getan? Ihr werdet es noch bereuen, mir nicht die Kehle durchgeschnitten zu haben, als ihr die Gelegenheit dazu hattet. Dann frage ich mich, warum ihr es nicht getan habt. Sogar jetzt habt ihr noch die Möglichkeit dazu. Macht ihr euch echte Sorgen um mich oder sind das nur Bedenken, dass ihr nicht bezahlt werdet, wenn ich eine Leiche bin? Macht es nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist, Talisa. Ich kann euch nicht helfen. Es gibt Umstände, die euch nicht bekannt sind. Die Ausreden eines Verräters, der Ausweg eines Feiglings. Berührt mich zu Tränen. War es einfach zu viel Gold, dass es ein geistig normaler Mensch hätte ausschlagen können? Da klärt mich auf. Ich weiß nicht, was solch einen Betrug rechtfertigen würde. Tod. Der Tod, egal wo ich gehe oder was ich täte. Das würde mich erwarten, wenn ich versagte. Versteht ihr mich? Ich hatte mich schon seinem Dienst verpflichtet, lange bevor mir befohlen wurde, dies zu tun. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, was für ein verdorbenes Geschöpf Eurenikus in Wirklichkeit ist. Ich wusste es nicht. Seid still, Yoshimo, und hört auf, über den Tod zu brabbeln. Ihr seid jetzt absolut sicher und meine Pläne für Talisa gehen über siebten Mord hinaus. Ihr werdet es sehr bald verstehen. Doch grämt euch nicht. Ihr braucht euch um nichts mehr zu sorgen. Euer Leben endet heute. Was tut ihr, Eurenikus? Was soll das heißen? Lass mich frei, ich werde euch töten, das schwöre ich. Wo ist Imoen? Was habt ihr ihr angetan? Keine Angst, Imoen hat bereits hinter sich, was sie für meine Sache erleiden musste. Sie überlebte es sogar und das bedeutet euch sicher viel. Ihr seid stärker, zielstrebiger und ihr seid euch eurer bewusst. Bewusst, wessen bewusst? Ihr habt also meine Beziehung zu ihr benutzt, um mich hierher zu locken. Aber warum habt ihr sie gefoltert? Ihr braucht mich, weil ich ein Kind Baal bin. Lasst sie gehen und wir können reden. Nehmen wir das da. Imoen war mehr als ein Köder und sie hat mir gedient, wie auch ihr mir dienen werdet. Sie sind vielleicht in Hinsicht wie ihr und in einer ganz besonders. Wollt ihr damit andeuten, dass sie ebenfalls ein Kind Baal ist? Das ist nicht möglich. Das ist komplett verrückt. Ihr Narr seid durchgedreht. Nehmen wir das erste. Ihr müsst das doch schon vermutet haben. Vielleicht fühlte sie keine Anzeichen, aber der Makel war bereits da. Sie ist im gleichen Alter und wurde offenbar als Kind fortbetracht, ebenso wie ihr. Euer Freund Gorion hätte euch besser früher schon etwas über euch selbst gesagt. Dann hättet ihr vielleicht gelernt, euch nicht vor euch selbst zu fürchten. In der Tat, Imoen ist ein Kind des Baals. Ich vermute, ihr unschuldiger Charme und ihr Humor überlagerten das Dunkle in ihr. Sie zeigte nur deshalb keine Symptome, weil es in ihrer Seele keinen Platz für die Schatten gab. Daher musste ich ihr nur ein paar sehr tiefe Schatten zeigen. Schlimm, dass es getan werden musste, aber es war notwendig, um das zu bekommen, was ich brauchte. Nun muss ich mich auf euch konzentrieren. Warum sich mir zu wenden? Ich werde euch nicht helfen. Also werft ihr sie beiseite und versucht es mit ihr. Ihr seid wirklich ein Scheusal. Ich bin stark genug, um euch zu stoppen. Nehmen wir das Scheusal. Mit ihr bin ich fertig. Ihr solltet euch mehr um euch selbst sorgen. Ihr habt wirklich beachtliche Chancen, dabei zu sterben. Seht ihr die Schatten, die in den anderen Räumen? Sie sind die Früchte vom Bodhisattva-Krieg und ihr Tod wird euch eure göttliche Seele entreißen.
Hab keine Furcht, Talisa. Ich denke, es wird alles kurz und schmerzlos verlaufen. Yashima, es ist noch nicht zu spät. Helft mir. Ich verfluche euch und auch Bodhi, Renikus. Und Yashima ebenfalls. Tut, was ihr müsst. Ich kapituliere vor dem Verrat, der mir angetan wurde. Ja, Yashima, helft mir. Es ist zu spät, Talisa. Er kann nicht mehr helfen. Ich habe dafür gesorgt und ihr werdet das bald hinter euch haben. Incantus Pulcher Imperium. So. Nicht. Kämpft nicht. Kämpfen bedeutet verlieren. Kommt zu mir. Findet mich. Imon, wo seid ihr? Ich traue euch nicht. Das ist schon wieder ein Trick. Ich stelle mich jeder Gefahr und ich gewinne den Kampf. Imon, wo seid ihr? Findet mich im Innern. Ihr könnt nicht alleine kämpfen. Ihr könnt es nicht. Findet mich im Innern. Mhm. Das werden wir gleich tun. Jetzt muss ich aber erstmal speichern, weil wir arg über der Zeit sind. Das ist dann LP037 speichern. So. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Die sind, glaube ich, irgendwie gelähmt noch. Wie auch immer. Ich warte. Gespeichert habe ich, also bis gleich.